Einer der zentralen Gründe, warum Bitcoin nach oben geht derzeit, ist ja die Hoffnung, dass Bitcoin die Reservewährung der USA werden wird. Und die Frage ist, ist das so eine fürchterlich kluge Idee aus Sicht der USA? Aus meiner Sicht wäre es eine der dümmsten Ideen, die jemals in den USA irgendwie entstanden sind. Aber wir Deutschen zum Beispiel in Sachen dummen Ideen brauchen uns da gar nicht verstecken. Stichwort Energiewende. Wir haben erneuerbare Energien, die entweder viel zu viel liefern oder viel zu wenig liefern. Wenn sie zu viel liefern, dann verkaufen wir das zu Negativpreisen ins Ausland und müssen, wenn wir zu wenig davon haben, extrem teuer einkaufen. Also wie ein Kaufmann, der seine Waren teuer kauft und sie an seine Kunden dann praktisch verschenkt oder sogar noch Geld dafür bezahlt. Also auch eine ziemlich dumme Idee, was uns aber hier in Deutschland nicht davon abhält, weiter Erneuerbare hinzuzubauen, sodass eben der Preis dann immer negativer wird, weil wir dann immer mehr potenzielles Angebot haben, wenn mal die Sonne scheint und der Wind weht. Aber zurück zu der Geschichte mit der Bitcoin als Reservewährung. Warum macht das keinen Sinn? Es liegt relativ klar auf der Hand und das will ich jetzt mal zeigen. Vorab vielleicht mal gesagt, was sind die beiden großen Machtmittel, die die Amerikaner in der Hand haben? Erstens das Militär und zweitens eben der US-Dollar. Sie sind die einzigen, die die Weltleitwährung US-Dollar drucken können. Sie sind in der Lage, Firmen oder Banken, die ihnen nicht passen, aus dem Dollarsystem rauszuschmeißen. Siehe Iran, siehe Russland. Das bedeutet, dass diese Firmen oder Banken in weiten Teilen der Welt keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen. Die brauchen dann andere, die vielleicht noch mit ihnen handeln, aber das sind dann welche, die mit den USA nichts am Hut haben. Also das ist eine riesige Macht. Und wenn du jetzt anfängst zu sagen, oh, ich baue mal eine Reservewährung auf, während du selbst schon die Weltleitwährung besitzt, dann sagst du doch, ich vertraue meiner Währung nicht. Und warum sollen dann andere deiner Währung vertrauen? Das ist schon mal der erste mentale Fehler, der hier passiert aus meiner Sicht. Und dann hat das auch rein technische Gründe, warum das eine ziemlich dumme Idee ist. Erstens, du kannst als USA ja die Weltleitwährung selber drucken und zwar zu null Kosten. Vielleicht das Papier, das du dafür brauchst. Aber auf der anderen Seite, willst du jetzt teuer Bitcoin kaufen? Also du hast die Möglichkeit, etwas für umsonst zu haben, was in der Welt einen Wert darstellt, und jetzt willst du für teuer Geld etwas kaufen und versuchen, Leuten etwas abzukaufen, nämlich Bitcoin. Macht das Sinn? Nicht wirklich. Wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen. Hier ist es offiziell Trump Crypto Advisory Council. Der will ja ein solches Krypto Ratgeber Council hier einrichten für Bitcoin, strategische Reserven etc. etc. Hurra, Preis geht nach oben, oder? Ja, es ist eine super Idee und Bitcoin flirtet mit 100.000 Dollar. Man ist jederzeit praktisch in Schlagweite, kann jederzeit passieren, dass diese 100.000 Dollar erreicht werden. Und wenn du jetzt eben hergehst und sagst, ja, wir wollen Bitcoin als Reservewährung, wie gesagt, warum, das bringt Peter Schiff auch auf den Punkt, warum soll man dann, wenn du selber Misstrauen gegenüber dem Dollar hast, wenn du selber zeigst, du stehst nicht zum Dollar, warum sollen dann andere zum Dollar stehen? Also du schwächst sozusagen dein wichtigstes Machtmittel. Außerdem sagst du, ja, wir müssen dann Bitcoin kaufen als Staat, was den Preis massiv nach oben treibt. Das heißt, du sorgst dafür, dass das, was du kaufen willst, im Preis steigt, du also teurer einkaufen musst. Auch nicht so klug aus meiner Sicht. Also das ist schon irgendwie nicht so die beste Idee, und das wird völlig klar, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie viel Bitcoins sind denn bereits gemeint. Von den 21 Millionen sind 19,88 gemeint, also es bleiben noch Pi mal Daumen 1,1 Millionen übrig. Mit anderen Worten, 95% aller Bitcoins sind bereits gemeint. Und dann hat jetzt hier zum Beispiel Pennsylvania mal hier eine Bill eingebracht, dass man da eine strategische Reserve bilden will. Aber wie willst du denn eine strategische Reserve bilden? Dann musst du Bitcoin kaufen. Und wie kriegst du denn diese Bitcoin? Das ist die große Frage. Hier hat ja Trump zum Beispiel auch gesagt, oh, wir wollen die USA praktisch zum Land, zum Hauptland der Welt machen in Sachen Bitcoin. Dazu müsste man dann mindestens 1 Million Bitcoin kaufen, um vielleicht, naja, irgendeine Rolle zu spielen. Jetzt gucken wir uns hier mal die Geldmenge M2 an in den USA. Nur in den USA, also das sind die Dollars, die zirkulieren, wenn man so will, in den USA.
dann sehen wir, da sind wir bei 21,22 Billionen. Das sind also 21.221 Milliarden. 21,2 Billionen, also beträgt die Geldmenge. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn Bitcoin insgesamt wert? Also die knapp 20 Millionen, die bereits gemeint sind. Dann kommen wir auf einen Wert von 1,9 Billionen, jetzt wo Bitcoin gestiegen ist, im Bereich Hunderttausend. Also haben wir eine Geldmenge von 21 Billionen Dollar. Gleichzeitig die 19,8 Millionen Bitcoin haben einen Gesamtwert von 1,9 Billionen Dollar. Dabei befinden sich 70% in festen Händen. Das heißt, die wurden in den letzten Jahren nicht gehandelt. Es sind also nur ein kleinerer Bruchteil sozusagen von Bitcoins, die überhaupt gehandelt werden, die den Besitzer wechseln, wo jemand was kauft und verkauft. Circa 1 Million, so Schätzungen, sind bereits verloren gegangen. Das heißt, um und bei 5% gibt es gar nicht mehr. Die liegen auf irgendwelchen Müllhalden, auf alten Festplatten und so weiter. Jetzt können also nur noch 1,1 Millionen gemeint werden und die sollen dann direkt von den USA gekauft werden. 1,1 Millionen Bitcoin, das würde entsprechen, wenn man das Ganze mit 100.000 multipliziert, etwa 110 Milliarden, 111 Milliarden Dollar. Und das gleichen wir jetzt mal ab mit den 21.000 Milliarden Dollar, die eben der Dollarbestand ist, also die Geldmenge M2 in Dollar. Also ist ein winziger Furz, könnte man sagen. Dagegen spielt gar keine Rolle, hat gar keine Relevanz in diesem Kontext, wenn ich sozusagen dann eine Reservewährung habe, die praktisch verschwindet in ihrer Dimension in Relation zum Dollar. Also macht nicht wirklich viel Sinn und deswegen ist diese Idee aus meiner Sicht erstens nicht umsetzbar, also nicht realisierbar. Sie würde zweitens keinen Sinn machen, ist drittens nicht im Interesse der USA, deren zentrales Machtmittel ja neben dem Militär eben der Dollar ist. Den würde man mental anschießen, würde das Vertrauen in den Dollar schwächen. Man will etwas teuer kaufen. Warum eigentlich? Warum brauchst du eigentlich eine Reservewährung? Du hast den Dollar, an den glauben alle. Der Dollar steigt derzeit noch. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern unter Trump. Aber sei es drum. Du willst also etwas teuer kaufen, was du praktisch umsonst haben kannst. Das erinnert so ein bisschen in der Dimension der Idee an die deutsche Energiewende, also wie ein Kaufmann, der sozusagen etwas umsonst haben kann, aber lieber bereit ist, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Das ist nicht wirklich sinnvoll, das macht nicht wirklich Sinn. Wir sehen aber, dass Bitcoin trotzdem steigt. Gestern auch mit der Meldung, dass Gensler, SEC-Chef Gensler, zurücktreten wird. Jetzt sehen wir mal Bitcoin Gold jetzt praktisch auf dem höchsten Niveau ever. Also das scheint ein sehr guter Einstiegspunkt für Bitcoin zu sein, meine Damen und Herren. Und gestern Interessantes auch passiert in Sachen Bitcoin. MicroStrategy ist ziemlich abgestürzt. Stürzt die Aktie 15% im Plus zunächst, um dann 16% den Tag negativ zu beenden. Der gute Michael Saylor hat dann nochmal 3 Milliarden sicher geliehen, damit er noch mehr Bitcoin kaufen kann. Und insgesamt hat etwa MicroStrategy jetzt so 30 Milliarden Dollar an Bitcoin, hat aber eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar, die 70 Milliarden Dollar. Und das ist dann Citron Research auch aufgefallen, sind ein bisschen heiße Luft. Deswegen hat man gesagt, ja, also Bitcoin ist ja schön, aber Aktie natürlich total überbewertet, wir gehen short, das hat den Kursverlust ausgelöst und hier sehen wir, dass das eben schon ein bisschen ungewöhnlich ist, was da passiert ist und möglicherweise, wenn der Aktienkurs weiter fällt, dann wird Michael Saylor möglicherweise Bitcoin verkaufen müssen. Also wenn es jetzt dumm kommt, muss er Bitcoin verkaufen. In der Summe kann man sagen, dass wahrscheinlich Bitcoin wird überleben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber ob MicroStrategy überleben wird, da habe ich schon sehr viel eher Zweifel. Denn das ist ein Bitcoin-Schneeballsystem, das in die Luft fliegen wird und fliegen muss. Und jetzt kommen natürlich wieder Kommentare. Fugmann, du bist ja nur neidisch, dass du keinen MicroStrategy hast und so weiter. Ich gönne es euch allen wirklich da aus ganzem Herzen. Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes. Ich lasse die Hände von sowas auf der Long- wie auch auf der Short-Seite, weil auf der Short-Seite kannst du dich verbrennen. Und auf der Long-Seite habe ich überhaupt keinen gedanklichen, intellektuellen Ansatz, mir so einen Schrott ins Depot zu legen. Wie auch immer interessant ist, und dieser Tweet stammt von Maverick of Wall Street, 20. Juni. Also gestern war der 21. Wir sehen, dass MicroStrategy zunächst gestiegen, dann stark abgestürzt ist. Aber schon am Tag davor hat man gesehen, dass die OTM-Puts, also
Puts, die hier angeboten werden am Markt, dass die trotz des Anstieges am 20. November, die MicroStrategy-Aktie ist 10% gestiegen am 20. November, dass die Puts werthaltiger wurden. Das heißt, der Preis für Puts ist gestiegen. Da wussten offenkundig ein paar Leute Bescheid, was bevorsteht. Hier schreibt er noch, und das ist wie gesagt ein Tag bevor dem gestrigen Kurssturz, the market maker knows what happens next. Genau, der Kurs wird fallen, genauso ist es gekommen. Nicht gefallen gestern weitgehend die Märkte in den USA. Wir sehen vor allem Russell 2000 stark, wir sehen den Dow Jones stark. Hier haben wir dann die Schlagzeile auf CNBC, Dow closes more than 450 points higher, weil Investors snap up stocks tied to the economy. Also es ist ökonomischer Optimismus, der dafür gesorgt hat, dass vor allem Werte, die irgendwie zyklisch sind, die mit der Wirtschaft in den USA zu tun haben, gestiegen sind. Und jetzt schauen wir uns mal die rationale Grundlage dieses Gefühls an. Hier sehen wir gestern ja die Daten. Erstanträge zwar besser, aber die Folgeanträge, also die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, die ein besseres Bild geben, weil man sieht, wie stark ist strukturell der Arbeitsmarkt, wenn Leute nicht schnell in Arbeit kommen oder schnell in Arbeit kommen. Hier sehen wir, dass der Anteil derjenigen, die nicht schnell wieder in Arbeit kommen, konstant nach oben geht, jetzt auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren. Und was noch sprechender ist, wir sehen, dass die Jobswitchers, also Leute, die ihren Job verlassen, das ist noch in den letzten Jahren sehr gut und gerne passiert. Warum? Weil die Leute eben die Aussicht hatten, ja, wenn du von Firma A weggehst und zu Firma B gehst, dann kriegst du da viel mehr Gehalt. Also machen wir doch mal. Und jetzt sehen wir, die Zeiten sind vorbei, die kriegen nicht mehr Gehalt. Es macht keinen Sinn mehr, den Job zu wechseln, was zeigt, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt gebrochen ist. Also ist dieser ökonomische Optimismus berechtigt, vor allem wenn wir dann sehen, dass wir jetzt so viele Bankrotte haben von großen Firmen, nämlich 570 Stück Stand Oktober, wie seit 14 Jahren nicht mehr. Also auch das spricht für eine ganz, ganz tolle Wirtschaft, für die man dann sehr viel Optimismus entwickeln müsste. Und heute kommen ja um 15:45 die Einkaufsmanager-Indizes from the USA. Wir haben hier schon aus Deutschland die jetzt gesehen. Ich habe gerade noch mal einen Blick drauf geworfen hier, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und gesehen, verarbeitendes Gewerbe bleibt schwach um und bei 43, wenn ich es richtig gesehen habe. Dienstleistung ist aber schwächer geworden. Und die Dienstleistung war das, was in Deutschland noch getragen hat. Das ist ganz ähnlich in den USA. Da hatten wir Dienstleistung zuletzt 55, alles über 50 ist Wachstum, alles unter 50 Schrumpfung, und wir sehen, verarbeitendes Gewerbe schrumpft auch in den USA mit 48,5. Wird Nvidia schrumpfen? Das ist die große Frage. Gestern die Aktie ja dann doch positiv eröffnet nach der nachbörslich negativen Reaktion auf die Zahlen, dann oben angestoßen. In der Summe hat man es noch ins Plus geschafft. Der Nasdaq könnte da noch sein Gap schließen bei 20.899 Punkten. Rechts sehen wir mal, dass Nvidia sich besser entwickelt hat als die anderen Magnificent großen Aktien. Und insgesamt fällt auf, wir haben derzeit Dollarstärke, wir haben weiter tendenziell steigende Renditen. Aber auch der S&P 500 steigt. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie wird sich das auflösen. Dieses Muster ist eigentlich immer so: steigender Dollar, steigende Renditen, schwächerer Index, also schwächere Aktienmärkte, und umgekehrt. Fallender Dollar, fallende Renditen, bessere Aktienmärkte. Also wir sehen, da passiert etwas Ungewöhnliches. Hier sehen wir mal drei Indizes, die nach wie vor im grünen Bereich sind. Das ist die 5-Tages-Linie, also 5-Tages-Durchschnitt. Dann sehen wir SPY, also S&P 500 ist drüber. Der Nasdaq hat es jetzt auch wieder geschafft, und auch der IWM, also ein ETF auf den Nebenwerteindex Russell 2000, ist da im Positiven, also noch kein Trendbruch. Wir sehen, der S&P 500 in diesem Trendkanal, vielleicht versucht er das obere Ende nochmal zu erreichen in diesem Trendkanal. Wenn wir jetzt in Sachen Fed und Geldpolitik uns die wichtigste Entwicklung mal anschauen, dann ist das keine Frage, dass Kevin Warsh offenkundig jetzt der Favorit ist, Finanzminister zu werden. Erstens, zweitens dann aber gleichzeitig mit der Prämisse, du wirst später Fed-Chef. Das wird ihm natürlich ein wahnsinniges Gewicht verleihen, wenn er praktisch designierter Fed-Chef ist, aber vor allem auch aktiver Finanzminister ist. Das heißt, der hat eine richtige Machtposition oder hätte eine richtige Machtposition gegenüber Jerome Powell, der dann wahrscheinlich geschwächt wäre, weil klar ist, der Jerome ist nur noch bis Mai 26 praktisch da. Wir sehen, dass gestern die Zinssenkungserwartungen weiter angefallen sind. Die Märkte preisen jetzt knapp 3 Zinssenkungen
bis Ende 25 ein. Wenn man jetzt mal sagt, okay, vielleicht senken sie im Dezember die Zinsen, dann wären das bis Ende 25 dann oder wären im Jahr 25 dann noch nur noch zwei Zinssenkungen. Und wenn wir uns jetzt mal wieder den Aktienmarkt zuwenden, sehen wir hier den Nasdaq Composite und die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Und wir sehen, dass der Index gestiegen ist, aber die Anzahl der Aktien, die über 50-Tages-Durchschnitt handeln, nicht wirklich mitkommt. Wir haben also eine schwache Marktbreite. In ähnlichen Phasen hatten wir danach relativ bald eine Korrektur. Kann diesmal anders sein. Vielleicht sogar durchaus wahrscheinlich, dass wir nochmal ein neues Allzeithoch sehen beim S&P 500. Wer wird dann sehen? Normalerweise ist diese Woche in Thanksgiving hinein, die ja nächste Woche ist, oder nächsten Donnerstag, Thanksgiving, tendenziell bullish. Wir sehen, dass Matt Gaetz jetzt aufgegeben hat. Der sollte ja Attorney General werden, war ja hoch umstritten. Jetzt hat er gesagt, nee, lasst mal Kinder, ich ziehe zurück. Und jetzt hat Trump die 59-jährige Pam Bondi ausgewählt, die als kompetent gilt. Also damit hat er sich jetzt eine riesige Baustelle von Unruhe erstmal weggeschaffen mit Matt Gaetz, der umstritten war. Jetzt kommen wir mal nach China. Und wir sehen hier China heute wieder negativ. Hier dieses ETF FXI mit 21 Tagen in Folge jetzt Geldabflüsse. Und dabei hatte uns David Tepper doch gesagt, ich kaufe jetzt alles, was nicht auf den Baum kommt, aufgrund des Stimulus in China. Da kaufe ich so ziemlich alles. Aber wir sehen, dass diese Rallye, die im September ja begonnen hatte, etwa im Hang Seng jetzt zu guter Hälfte schon wieder ausgepreist ist. Der Hang Seng jetzt heute etwa 2% im Minus. Und was haben wir noch? Northvolt hat Insolvenz angemeldet, aber nur für die Niederlassung in den USA. Aber trotzdem, man versucht da offenkundig seine Schulden loszuwerden, um dann frische Investitionen anzulocken. Heide, also hier diese Batteriefabrik soll dennoch gebaut werden. Und wir haben auf der anderen Seite dann, meine Damen und Herren, Sanktionen gegen Gazprom Bank. Und das hat Folgen. Welche Folgen das hat? US-Sanktionen gegen Gazprom, das werden Sie, genauer gesagt, in diesem Artikel lesen können, den Sie gerne teilen über Social Media, meine Damen und Herren. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld, warum der ziemlich skeptisch ist in Sachen deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr. CO2-Bepreisung wird deutlich nach oben gehen. Wir werden viele Faktoren haben, die Dinge erstmal noch schlechter werden lassen, bevor sie hoffentlich dann besser werden. Auch das gerne weiterempfehlen. Ich sage jetzt Servus, ciao.